Perfekt. Guten Tag, guten Morgen. Ich bin der Peter. Mich findet man im Internet unter Alinbunet. Das ist leicht zu merken, weil Alinbu sind die ersten zwei Buchstaben jedenfalls von Alles in Butter. Ich bin unabhängiger Berater, berate Unternehmen und Organisationen dabei, ihre zumeist Typo-3-Projekte zu planen, zu budgetieren bei den öffentlichen Auftraggebern. Willkommen. Bei den öffentlichen Auftraggebern kommt dann noch mit die Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung. Zweites Standbein ist, ich berate und begleite Unternehmen bei der agilen Transition, das heißt bei Einführung von Scrum, Kanban, ähnlichen Sachen und auch bei der Umstrukturierung von Management-Leadership-Strukturen, um eben das agile Arbeiten überhaupt zu ermöglichen. In dem Rahmen, ach so, ja, und Typo 3 Community, ich war mal, irgendwann habe ich mal, war ich auch mal Typo 3 Freelancer, inzwischen in der Typo 3 Community war ich lange Zeit Lead vom Education Committee, bin dankenswerterweise jetzt nach 4 Jahren abgelöst worden. Und das wird jetzt ab sofort, macht das der Marc Willmann und der Tom Nowotny. In dem Rahmen war ich maßgeblich mit auch dran beteiligt an der Erstellung der Zertifizierung für Consultants. Und wir haben damit natürlich auch so eine kleine Hidden Agenda, wie wir sie auch mit allen anderen Zertifizierungen haben, nämlich einfach den Leistungspegel, den Standard in der Community langsam, aber sicher anzuheben. Aus der Arbeit, aus den ein, zwei Dingen, die ich eben geschäftlich mache, wo ich das Geld mitverdiene, habe ich eben immer wieder bemerkt, dass es gerade im Bereich Requirements Engineering, Deutsch Anforderungsmanagement, was aber eigentlich nur ein Teil ist von Requirements Engineering, wir werden uns das gleich anschauen, gesehen, dass da ja noch Brachland ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das wird meistens gemacht aus einem Bauchgefühl heraus. Man setzt sich mit dem Kunden zusammen, man sagt, man ist empathisch, man hat auch so ein bisschen technische oder anderes Know-how in dem Bereich und fühlt sich dann in der Lage zu sagen, okay, wir beraten den Kunden und gehen mal ran, was willst du, Kunde, was können wir dir Gutes tun, entwickelt dann ein Konzept, Pflichtenheft, Leistungsbuch, setzt das um und dann kommt es doch immer wieder zu den Sachen, dass gesagt wird, ja, Moment mal, sagt der Kunde, das und das und das ist nicht dabei. Dann sagt der Auftragnehmer, ja, das ist nicht dabei, weil das hatten wir ja auch gar nicht besprochen. Wenn Sie das gewollt hätten, dann hätten Sie es ja sagen müssen. Und dann ist die Frage immer, wer ist jetzt schuld an dem Schlamassel? Der Kunde, weil er es nicht gesagt hat. Unmöglicher Kunde. Da muss er auch sagen, was er will, damit es gemacht wird. Oder könnte es sein, dass zumindest die Hälfte der Verantwortung auch beim Dienstleister liegt? Kurz, es gibt die, ich will es mal Wissenschaft nennen oder den Fachbereich des Requirements Engineering und man sollte sich tunlichst damit beschäftigen. Wir machen einen Kurzüberflug über dieses Thema, über das ich locker 5 Tage Workshop und Ausbildung füllen könnte, wenn es reicht, um einfach mal so eine Idee euch zu geben, um euch eine Inspiration mitzugeben, zu sagen, Menschenskinder, da sind so ein paar Kniffe und Tricks dabei. Das könnte mir beim Arbeiten echt helfen und könnte echt viel Ärger vermeiden.
Wie zum Beispiel, dass man erstmal anfangen muss. Jeder spricht von Customer-Centric. Ich war eben gerade auch wieder in einem Vortrag, da ging es um Design Thinking. Klar, man muss immer benutzerorientiert denken. Man darf gar nicht mehr anders denken. Das ist auch die einzig sinnvolle Art und Weise. Wir machen es für Benutzer. Da rollt unser Essen rein. Ich muss mal Fenster zumachen, sonst werde ich hungrig. Wenn ich hungrig werde, kann ich keinen Vortrag machen. Wir machen es ja für Benutzer letztendlich. Und wenn wir es für Benutzer ideal ausgestalten, dann haben wir ein Projekt, was das Maximale an Potenzial entfalten kann. Und dann kommen wir zum ersten Punkt, zum Stakeholder-Management. Überhaupt Anforderungsmanagement, Stakeholder-Management, alles Bereich von Requirements Engineering. Und ein anderer Bereich ist die Dokumentation der ganzen Sache. Wer hat denn in seinem Projekt schon mal dokumentiert, wer sind denn meine Stakeholder? Das ist gut. Das sind immerhin 50% der Leute, die hier sind. Dann muss man natürlich gucken, habe ich die Stakeholder entsprechend vollständig? Habe ich unter den Stakeholdern die Sponsoren sind, die das Geld haben? Habe ich die dabei, die dann das Produkt später wirklich nutzen? Und wenn ich die mal zusammenbringe, an einen Tisch bringe, dann wird man Folgendes feststellen: Das ist eine ziemlich heterogene Gruppe. Die Interessen dieser Gruppe, die gehen also wirklich so weit auseinander. Man braucht nur den Benutzer nehmen, der das Produkt benutzen soll, der sagt, ja, das muss die und die und die und jene Funktionalität haben und es muss noch dieses Wanderlocker haben und jenes. Und dann kommt der Sponsor und sagt, ja, ist ja ganz schön, aber wenn es nach mir geht, soll das richtig günstig sein. Das ist gut, wenn man das macht und wenn man diese Leute bitteschön an einen Tisch bringt am Anfang. Weil es ist unglaublich wichtig, dass die Stakeholder untereinander mal sehen, dass die Interessen unterschiedlich sind. Wenn man das nicht macht, wenn man die nicht an einen Tisch bringt, wenn man dann nicht am Anfang mal schaut, wo ist denn unser kleinster gemeinsamer Nenner, mit dem wir vorwärts kommen, und nicht die sich darauf einigen lässt, moderiert natürlich, dann wird man später die ganze Suppe ausbaden müssen und muss selber schauen, ja, dem Sponsor muss man sagen, wieso das Ding jetzt teurer geworden ist und die Funktionen brauchen, dem muss man erklären, wieso nur die Hälfte der Funktionen da ist. Macht das nicht. Bringt die an den Tisch, moderiert das. Heißer Tipp, beschäftigt euch mit dem Feld der Business-Moderation, dass ihr verschiedene Moderationstechniken drauf habt. Design Thinking wird gehypt, ist gut, ist aber nur so viel an Technik, was es an Moderationstechniken gibt, von so einem Haufen. Die müsst ihr drauf haben und müsst damit spielen, je nachdem, was für Leute ihr da habt. Ihr solltet auch überlegen, wen ihr als Stakeholder mit reinnehmt. Stakeholder sollten dokumentiert werden. Wer sind die namentlich? Wie kann man sie erreichen? Wann sind sie erreichbar? Wann sind sie während der Projektlaufzeit im Urlaub beispielsweise? Wieso dokumentiert? Ganz klar, es kann ja sein, dass mal der Projektleiter ausfällt, dass sie ausfällt. Dann muss jemand anderes übernehmen. Wenn der nicht weiß, wer die Stakeholder sind, wie er die erreichen kann, wann die verfügbar sind, dann ist die Quelle für alle Informationen, die man für das Projekt braucht, erstmal abgeschnitten. Das ist missionskritisch. Wir können Stakeholder, ob das jetzt die Sponsoren sind, ob das die User sind, einteilen in vier Quadranten. Wir haben hier auf der Achse den Einfluss, den ein Stakeholder hat. Von wenig Einfluss bis hohen Einfluss. Einfluss, das kann sein, weil er wirklich Einfluss hat, Leute beeinflussen kann, die an vielleicht der Stellschraube Geld sitzen oder
selber wirklich Entscheider sind mit Einfluss. Die andere Achse zeigt uns das Interesse, das ein Stakeholder hat. Wenn ich Stakeholder einteile in diese vier Quadranten, wenig Einfluss, wenig Interesse bis hoch zu viel Einfluss und viel Interesse am Projekt, dann kann ich auch daraufhin bestimmen, wie gehe ich mit diesen Stakeholdern um. Wenig Einfluss und wenig Interesse am Projekt. Ziemlich uninteressant, mit denen groß zu diskutieren, macht überhaupt keinen Zopf, ist einfach nur eine Verschwendung von Ressourcen. Die beobachte ich nur. Gucken, tut sich da was? Kommt ein Shitstorm irgendwo hoch oder nicht? Aber ansonsten brauche ich mit denen nichts zu machen. Wenig Einfluss, aber sehr interessiert an dem Projekt. Das ist wichtig, dass man die informiert hält. Dann ist normalerweise alles in Ordnung. Ich könnte natürlich auch hergehen, könnte mit den Workshops machen, könnte mit denen alles Mögliche machen. Bringt bloß nichts, weil sie haben einfach zu wenig Einfluss auf dieses Projekt. In dem Quadranten haben wir normalerweise die, die das Ganze bezahlen sollen. Viel Einfluss, kein Interesse. Ja, Web-Relaunch, macht mal. Zeigt mir, wenn es fertig ist. Lasst mich dazwischen in Ruhe. Einfach nur zufriedenstellen und alles ist gut. Und jetzt kommt die wichtige Gruppe. Viel Einfluss und viel Interesse. Mit denen geht es darum, die herauszufinden und mit denen zusammenzuarbeiten. Das Problem ist, die sind in der Zahl sehr gering. Das heißt, ich muss meistens gucken, dass ich diese Gruppe fördere, dass ich diese Gruppe noch vergrößere. Wo kriege ich Nachwuchs her für diese Gruppe? Aus welcher anderen Gruppe? Aus welchem anderen Quartal kann ich Leute in dieses Quartal ziehen? Aus der darunter könnte man meinen, weil die sind ja interessiert, aber interessierten Leuten Einfluss zu verschaffen, ist, sagen wir es so, nicht einfach. Das Problem, den Einfluss von Leuten zu steigern, das ist nicht einfach, bis man hat normalerweise nicht den Einfluss und die Macht daran, das zu machen. Das Einzige, was man machen kann, tatsächlich ist, Leute, die schon Einfluss haben, dafür gewinnen, dass sie Interesse bekommen am Projekt. Hier geht es auch wieder um Moderation. Hier geht es wieder, wie kann ich mit Leuten reden, verhandeln, wie kann ich überzeugen. Mein Tipp, schaut euch bitte mal an, was Social Engineering ist. Diesmal nicht nur von der Seite der Sicherheit und Computerkriminalität, sondern Social Engineering ist mal wertfrei betrachtet soziales Engineering. Wie gehe ich mit Leuten um? Wie kann ich mit Leuten kommunizieren in einer Art und Weise, dass ich auf ein Agreement hinsteuere? Es gibt ein Portal zum Thema Social Engineering, da ist das Ganze dann sogar als Social Engineering Framework aufgezeichnet. Das heißt, da wird dann gesagt, was gehört denn alles zum Social Engineering? Ich mache da gerade nochmal eine Kiste nebenbei auf, ihr merkt das. Schaut da rein, informiert euch, das ist genial und hilfreich. Und mit denen arbeitet ihr zusammen. Mit denen, da müsst ihr genug haben in dieser Gruppe und dann geht das.
In eurer Dokumentation, die sollte an dieser Stelle natürlich geschlossen sein, damit niemand als Stakeholder mitbekommt, in welchen Quadranten ihr die eingearbeitet habt. Wenn ein Stakeholder mitbekommt, er ist hier geringer Einfluss, geringes Interesse, der wird vielleicht noch aufgrund des geringen Interesses sagen, so what, geht mir eh am vorbei, aber spätestens hier hohes Interesse, geringen Einfluss, wenn man dem sagt, du hast einen geringen Einfluss, deswegen nehmen wir dich nicht so hart ran hier, wenn es um die Workshops und Ideenfindung geht, der wird sich auf den Schlips getreten fühlen. Nichtsdestotrotz macht die Einteilung, ist hilfreich. Stefan. Ist nicht meine. Und die Anforderungen sind auch sehr richtig. Was mich interessieren würde, wir machen Stakeholder-Analysen. Ja. Was sind Erkennungssignale, wo ich jemanden einsortiere? Weil wir stellen in der Praxis schon öfters mal fest, dass wir die Leute falsch einschätzen. Ja. Ich habe kein Patentrezept dafür. Ich kenne die Problematik. Vor allen Dingen, wenn man neu zu einem Kunden hingeht, dann hat man einen Ansprechpartner und dann meint man, wow, der erzählt einem alles zu dem Projekt und das ist alles gut. Das heißt, der ist auf jeden Fall mal auf der Achse sehr weit hier drüben, meistens am Vollanschlag. Und dann denkt man auch, ja, das ist der auch, der Entscheidungen fällen kann, weil der kommt so kompetent rüber und man fragt ihn auch und er sagt, ja, wunderbar, muss ich nochmal kurz abklären und kommt dann auch mit der Entscheidung. Also kann man ganz schnell in die Falle treten und sagen, ja, der ist automatisch auch im Einfluss ganz oben und stellt dann erst später fest, das ist nicht so. Es geht kein Weg dran vorbei, je größer der Kunde wird vor allen Dingen, zu schauen, wie ist denn die Kundenstruktur, wo in der Struktur der Organisation, die nun unser Kunde ist, steht mein Ansprechpartner, mit dem ich die ganze Zeit verhandle. Und dann, je mehr ich im Enterprise-Beratungsgeschäft drin bin, desto mehr sehe ich das immer wieder. Es ist eine unglaubliche innenpolitische Situation, dass eine Person immer mindestens einen Chef hat, dann ist diese Person ziemlich glücklich, wenn da nur ein Chef ist, der da mit reinbringt. Meistens ist diese Person im Kreuzfeuer von ganz vielen innerpolitischen Dingen. Und das gilt es herauszufinden. Es gibt kein Patentrezept. Es ist wirklich, sich hinzusetzen, mit dem Kunden, den Kunden kennenlernen. Es geht viel über die zwischenmenschliche Art und Weise. Es gibt keinen Shortcut an der Stelle. Man hat die besten Karten, wenn man mit dem Ansprechpartner, mit dem man zu tun hat, ein so gutes Verhältnis aufbaut, dass man die innenpolitischen Zusammenhänge so beim Bierchen oder beim Glas Wein am Abend heraushört, dass die Person einem sagt, hey, das ist so ein Laden hier, das ist wie verrückt, das und das ist passiert und gestern ist erst das passiert und da renne ich immer gegen die Wand. Das ist der Moment, wo man dann tatsächlich herausfindet, was ist denn da eigentlich los, mit wem spreche ich hier und wo sind die entsprechenden Leute, vor allen Dingen die entsprechenden Leute, die den Einfluss haben. Ob positiv oder negativ, sie haben Einfluss und die muss ich mit dabei haben. Und die Leute, die Einfluss haben, denen muss ich Interesse an dem Projekt beibringen, dass ich sie hier habe. Und wenn ich sie hier habe, dann kann ich erst dann kann ich mit denen zusammenarbeiten. Solange die hier sind, kann ich sie nur zufriedenstellen. Eine Zusammenarbeit ist an der Stelle gar nicht möglich, wenn kein Interesse da ist. Das muss man schaffen. Ich mache einen Überflug. Ich gehe nicht in die Details. Wie gesagt, ich kann locker 5 Tage da füllen. Wenn es reicht, wenn man noch in die ganzen Trainings reingeht und die Business-Moderation mitübt und diese Sachen mit reinnimmt. Gut, jetzt haben wir unsere Stakeholder. Frage, wie viel Zeit habe ich noch? Gut. Jetzt haben wir die Gruppe, mit der wir zusammenarbeiten wollen. Jetzt ist das Problem, wie kriegen wir denen aus der Nase herausgekitzelt, was sie eigentlich wollen? Oder brauchen? Das heißt, ich habe gesagt, ich komme mit einem Blatt aus, Es geht um die Anforderungen.
Es gibt ein Modell, in dem man Anforderungen klassifizieren kann. Das ist das sogenannte Kano-Modell. Das ist ziemlich simpel und hilfreich. Das ist auch ziemlich simpel, aber erstmal hilfreich. Wie gesagt, Überflug. Eine Anforderung ist nicht erfüllt. Alle Anforderungen sind komplett erfüllt. Der Kunde ist neutral, der Kunde ist ziemlich mies drauf, der Kunde ist hochzufrieden. Also der Grad der Kundenzufriedenheit. Und jetzt kennt das Kano-Modell drei Archetypen, mag ich sagen, von Anforderungen. Die erste Art von Anforderungen, die ist ziemlich easy und leicht. Das sind die Standardanforderungen. Das sind die Anforderungen, wo ich zum Kunden gehe und sage, was willst du denn haben? Und er erzählt. Das und das und das und das. Da hört man dann auch meist auf danach. Weil man sagt, ja gut, jetzt weiß ich ja, was der Kunde hat für Bedürfnisse. Jetzt setze ich das um und dann passt es. Und das ist erst die erste Art der Anforderung. Wenn wir solche Standardanforderungen haben und die sind nicht erfüllt, wie wird wohl die Zufriedenheit des Kunden sein? Wenn ich meine Standardanforderungen habe und die sind alle komplett erfüllt, wie wird da die Zufriedenheit sein? Ja, ein bisschen mehr. Also der wird nicht neutral sein, sondern wird sagen, oh, gut, also jetzt nicht übermäßig gut, aber gut. Tatsächlich entwickelt sich die Zufriedenheit des Kunden bei Standardanforderungen recht linear. Und jetzt kommt der Knaller. Ich habe gerade mal 50% erfüllt. Nicht 50% der Standardanforderungen allgemein in der Nummer. Das kann auch sein, dass ich die Standardanforderungen alle bearbeitet habe, aber zu 50%. Das würde ja dem agilen Ansatz entsprechen, dass ich alle Anforderungen angehe und bei allen Anforderungen das mache, was wirklich am meisten Geschäftswert, Business Value, am meisten Wert für die Benutzer bietet, dass ich das vorziehe. Wenn ich das mache, dann muss ich noch nicht mal auf 100% kommen und habe hier schon bei circa 50% den Kunden an einer Stelle, dass der sagt, ja, gut, wir hätten eigentlich noch das und das gewollt, aber passt, Rechnung wird bezahlt. Ich habe das selber gemerkt beim ersten Projekt, was ich betreut habe, im Auftrag des Kunden, wo ich den Kunden mitgenommen habe, die Planung gemacht habe. Das war ein Relaunch-Projekt, was sehr knapp angesetzt war von der Zeit. Da musste ein ganzes Portal innerhalb von 3 Monaten relaunched werden. Die Vorgabe war klar, nach 3 Monaten ist Jubiläumsfeier, da muss das Ding stehen. Das wurde agil umgesetzt, Scrum. Das lief durch und zum Schluss, wir haben gesehen, okay, wir haben was Lauffähiges, aber so von den Anforderungen, die genannt worden sind, sind tatsächlich nur um die 60% erfüllt gewesen. Ich war mir der Tatsache hier nicht bewusst. Ich stand nur da und mir ist echt die Sause gegangen. Was werden vor allen Dingen die sagen?
weil die waren ja während des ganzen Projektes nicht involviert, weil nicht interessiert. Cool, das sieht richtig klasse aus, man kann es bedienen, ihr seid nicht über die Zeit, ihr seid nicht übers Budget gegangen, passt, ja, das und das und das hatten wir uns eigentlich noch vorgestellt, aber das ist jetzt nicht so schlimm, wir machen einen Folgeauftrag, dann könnt ihr das auch noch umsetzen. Das ist wichtig zu wissen. Man ist ganz schnell in der Safe Zone. Aber, wie gesagt, Data sind die leichtesten Anforderungen, weil die verrät euch der Kunde einfach so. Jetzt gibt es noch die zweite Art der Anforderung, dem zweiten Archetypen, Basisanforderungen. Basisanforderungen sind Anforderungen, die nennt euch der Kunde nicht, weil er sagt, hey, das muss man doch nicht erzählen, das ist doch selbstverständlich. Stellt euch vor, euer Kunde würde euch beauftragen, euer Kunde wäre Apple und würde euch beauftragen, bitte konzeptioniert jetzt die nächste Generation iPhone. Würde Apple euch sagen, dass man mit dem iPhone auch telefonieren muss, könnten muss? Das würden die nicht sagen. Jetzt ist es aber so, dass wir als Agenturen in den meisten Fällen nicht sehr spezifisch arbeiten, in einer Branche arbeiten, immer für dieselbe Branche arbeiten, sondern ganz viele verschiedene Kunden aus verschiedenen Branchen haben. Das heißt, für den Kunden mag so eine Basisanforderung völlig sonnenklar sein und deswegen wird er sie nie in irgendeiner Form benennen, aber für euch ist die nicht so sonnenklar. Wir können das Ganze noch weiterführen. Für euch als Berater, Projektmanager, Kundenberater mag es vielleicht auch sonnenklar sein und ihr sagt, das brauche ich ja noch nicht mal aufzuschreiben, weil das ist so sonnenklar, das setzen die Entwickler ja auch um. Nee. Also erstens ist es schwer, die rauszufinden. Zweitens müsst ihr die Disziplin aufbringen, das wirklich auch niederzuschreiben, wenn es noch so einleuchtend ist. Sonst hat man ein Problem. Guess what? Wenn Basisanforderungen nicht erfüllt sind, wo ist die Kundenzufriedenheit zu finden? Ja, runter, da? Genau. Hier, richtig weit unten, ganz unten. Das neue iPhone, aber man kann nicht mit telefonieren. Toll. Was ist denn, wenn Basisanforderungen 100% erfüllt sind? Genau hier. Bestenfalls neutral. Man wird mit Basisanforderungen keinen Blumentopf gewinnen, wenn man sie berücksichtigt. Aber wenn man sie nicht berücksichtigt, hat man ein echtes Problem. Wie komme ich nun an Basisanforderungen ran? Naja, ein wirklich genialer Trick ist das, was das Requirements Engineering, das archäologische Requirements Elicitation nennt, also herausfinden der Requirements auf eine archäologische Art. Ich nehme mir, und das ist im Normalfall ist das vorhanden, Entschuldigung, die vorherige Version, das Vorgänger-iPhone, den Vorgänger-Webauftritt, das Vorgängerprodukt und gucke, was hat das für Funktionalitäten. Dann habe ich 95% der Basisanforderungen drin. Die Basisanforderungen, wie gesagt, sagt euch der Kunde nicht. Erwartet das nicht. Wenn ihr gute Leute seid, dann ist das eure Pflicht. Das ist nicht Bringschuld des Kunden. Es wird nur zu oft missverstanden, dass man dann sagt, ja, das steht ja auch nicht im Projektvertrag drin, was erwartest du? Aber wir haben auch Gott sei Dank noch eine dritte Art von Anforderungen. Und das sind Anforderungen, von denen weiß der Kunde noch gar nichts.
Der sagt euch die Standardanforderungen, ihr habt die Basisanforderungen ermittelt. Und jetzt setzt euch hin, denkt ein bisschen kreativ, günstigerweise mit dem Kunden und zwar mit dem User des Kunden zusammen und überlegt euch, okay, was können wir denn dann noch machen, dass, wenn wir diese erfüllt haben, das Ganze noch geiler, noch genialer machen können. Und das sind die Begeisterungsanforderungen. Begeisterungsanforderungen, wenn wir keine Begeisterungsanforderungen haben, wo ist dann die Kundenzufriedenheit? Neutral. Weil er weiß ja nicht, dass ihm gegebenenfalls was Geniales abgeht. Aber wie wird sich diese Kurve verhalten, wenn man Begeisterungsanforderungen mit ins Spiel bringt und je weiter man die umsetzt? Wie kommt man jetzt oder wie kommt man an die Begeisterungsanforderungen ran? Weil das ist das, was der Kunde sagt. Das ist das, was wir durch die archäologische Anforderungs-Elicitation herausfinden. Wie kommen wir hier hin? Wie kriegen wir die raus? Da muss man mit reinbringen. Man nimmt dann aus dem Social Engineering, aus dem Business-Moderationskoffer mit 1000 verschiedenen Techniken, die man hat. Wie gesagt, Design Thinking ist im Moment in aller Munde, aber da gibt es noch viel mehr, die Walt Disney Methode und wie sie nicht alle heißen. Oder einfach mal good old school Brainstorming. Allgemein alles, was unter Kreativtechniken läuft. Weil hier muss ich kreativ denken. Und je besser ich das drauf habe, je besser ich die Gruppen moderieren kann und da zu Ergebnissen kommen kann, desto mehr und begeisternde Anforderungen bekomme ich heraus und dann kann ich was machen. Basisanforderungen umsetzen, Prio 1. Sind die Basisanforderungen nicht umgesetzt, dann habe ich verloren. Gucken, dass ich hier in die Positivzone komme mit den Standardanforderungen. Und schauen, dass ich hier Quick Wins habe bei den Begeisterungsanforderungen. Und dann brauche ich hier bei den Standardanforderungen noch nicht mal wirklich hochzukommen. Es ist Quatsch und Unsinn zu sagen, wir müssen 100% umsetzen. Ich meine, wir switchen sowieso Gott sei Dank immer mehr zu agilem Projektmanagement, wo man sagt, okay, wir haben Fixed Budget, Fixed Zeit. Und wir machen in der Zeit und in diesem Budget, in diesem Rahmen, setzen wir vordringlich die Sachen um, die den meisten Business Value haben. Da gibt es noch zum Abschluss auch einen schönen Zusammenhang. Crime, Error, okay, na gut. Um da nochmal den Unterschied zu bringen zwischen Business Value und Umsetzung der Standardanforderungen zumindest. Und zwar den Wert über die Zeit, über die Projektlaufzeit. Typischerweise hat man hier irgendwo die Deadline. Und dann gibt es noch so ein Buzzword. Ich könnte ja heute Buzzword-Bingo spielen hier mit euch. Das MVB, das Minimal Viable Product. Das heißt, das ist die Grenze, wo eine Website online gelauncht werden kann, auch wenn noch nicht alle Funktionalitäten da sind. Typischerweise, wenn man hier so rüberkommt.
Wie sieht das aus in einem bisherigen Geschäft, nicht agil? Man kriegt einen entsprechenden Leistungskatalog, dann setzt man das Team dran und die basteln dann. Und basteln, und basteln, und basteln. Für den Benutzer entsteht kein Value, weil meistens basteln die und erst am Ende werden die Sachen zusammengefügt und erst dann entsteht etwas, was man verwenden kann. Solange man es noch nicht verwenden kann, tatsächlich als Benutzer verwenden kann, ist kein Wert in dem, was hier entsteht. Und dann kommt die Deadline, dann wacht man langsam auf. Der Kunde fragt auch die ganze Zeit, das war ja der Joke schlechthin, gibt es denn schon was zu sehen? Das fragt er am zweiten Tag des Projektes. Früher gab es noch die Domain, gibt es denn schon was zu sehen.de? Eine weiße Seite, ein Wort, nein, Punkt. Das war die Mentalität. Lass mich in Ruhe, Kunde. Wir müssen ja das Projekt erstmal machen und fertig kriegen und zum Schluss werden wir es dir dann schon zeigen. Wenn man Glück hatte, dann kurz vor Ende der Deadline hat man dann, jetzt müssen wir was bringen. Dann ging es in die Nachtschichten rein und mit viel Glück lief es dann so. Agil, userfokussiert und wertfokussiert. Ich mache die Sachen, die am meisten Wert haben am Anfang. Das heißt, ich fange auch mal tendenziell natürlich mit den Basisanforderungen an, weil da steckt erstmal der meiste Wert drin. Was hat ein Telefon für einen Wert, mit dem ich nicht telefonieren kann? Und fertig, wie dann in Scrum, kann man, wie auch immer, heißt, ich kann es benutzen. Die Wertkurve steigt so an, weil ich habe auch am Anfang die Sachen mit dem meisten Wert. Und irgendwann wird die Kurve mal abflachen und immer flacher werden, weil dann die ganzen Nice-to-Haves kommen, die eigentlich nicht so viel Wert haben. Was heißt das? Ich bin viel schneller bei dem Stand, wo ich sagen kann, hier bin ich safe, ich habe mein MVP. Egal, was jetzt passiert, mir wird gezahlt, der Kunde ist in Ordnung und zufrieden, der Kunde wird mich weiterempfehlen, alles ist happy. Im Idealfall könnte es sogar passieren, dass der Kunde sagt, ja, Moment mal, passt, damit können wir launchen, hervorragend, und jetzt machen wir nicht das, sondern wir machen ein Anschlussprojekt mit den verbleibenden Ressourcen und da kümmern wir uns noch um ganz andere Sachen als um die Funktionalität mit wenig Value, da bauen wir nochmal drauf auf. Habe ich zwar noch nicht erlebt, aber theoretisch wäre das möglich. Aber auf jeden Fall habe ich hier zur Deadline ein Projekt fertig, was die Erwartungen des Kunden grundsätzlich so weit erfüllt, dass er positiv gestimmt ist. Witzigerweise, wie gesagt, wenn man jetzt nicht auf den Value schaut, sondern auf die Prozentzahlen, wie viel Prozent meiner Anforderungen, die denn definiert waren, sind denn umgesetzt, liegt man hier so bei 60%. Oder kennt ihr das Projekt nicht, wo er dann während der Laufzeit gesagt hat, oh, das wäre knapp, wir müssen entweder mehr Geld oder mehr Zeit. Oder wenn wir in Geld und Zeit bleiben wollen, dann müssen wir nochmal über die Funktionalitäten sprechen, lieber Kunde. Dass wir da mellow machen, dann komm mal hin. Eigentlich reicht das auch, das andere sind nur Schönheitsschnörkel. Umgekehrt, wenn so ein Projekt so richtig gegen die Wand fährt, dann meistens deswegen, weil sich der Kunde dauernd darüber streitet, ob der Button jetzt rot oder grün sein soll. Fragen? Entschuldigung, nochmal. Nichts, weil dann ist die Sache schon, das Boot schon umgekippt. Applaus
Kunden involvieren, Kunden an einen Tisch bringen, Kunden klar machen, das wäre dann der Schritt in Richtung agiles Projektmanagement, dass wir uns zwar einigen auf eine feste Zeit und ein festes Budget, und dann gucken wir mit dem Kunden zusammen, was ist denn am wichtigsten. Und das machen wir zuerst. Und alles andere, was unwichtig ist, das kann man wunderbar, wenn man Scrum macht, man hat das Backlog, kann man den Kunden sagen, siehst du, wir schreiben es ins Backlog rein. Und dann priorisiert man ja zusammen mit den Kunden. Man holt den Kunden in die Verantwortung mit rein. Sagt, was machen wir denn jetzt zuerst? Und der Kunde bestimmt mit, hauptentscheidend. Wie sieht denn Priorität aus? Und der Kunde sieht, alles klar, das und das und das und das wird abgearbeitet. Oh, meine Rot-Grün-Debatte, die ist auch da. Das sind die dann auch zufrieden, die Stakeholder, die sich da um Rot und Grün prügeln. Aber die sehen auch am Schluss, wenn es halt doch nicht berücksichtigt worden ist, ja, klar, weil wir haben an den und den und den und den Sachen gearbeitet und das war viel wichtiger. Da ist dann jeder Kunde ruhig. Das ist natürlich ein Punkt, wieso ich sage, agil ist sehr gut. Ich mache keine Projekte mehr, ich berate keine Projekte mehr ab einem gewissen Budget. Spätestens ab 40, 50, spätestens 60.000 sage ich, wer diese Projekte noch fährt und macht das nicht agil, der geht ein Risiko ein, das ist einfach zu groß. Da kommt man dann in diese Situation. Wenn man in der Situation drin ist, dann ist es zu spät. Dann muss man richtig rangehen und gucken, wo sind meine Stakeholder, wo sind meine interessierten und hocheinflussreichen Entscheider, mit denen ich dann sprechen kann, zu denen ich eskalieren kann und die Macht haben, einmal mit dem Donnerschlag auf den Tisch zu hauen und sagen, hey, Hühnerstall hier, Ruhe jetzt. So wird's gemacht, Ende. Ja, aber es steckt viel mehr dahinter als Bauchgefühl. Und man tut sich einen Riesengefallen, wenn man sich das anschaut und Verständnis dafür entwickelt, dass es Basisanforderungen gibt, die ein Must-Have sind, dass man noch nicht mal alle Standardanforderungen umsetzen muss, um Kunden glücklich zu machen, dass man schauen kann, wie sind denn meine Kundenansprechpartner und User einzuteilen in dem Stakeholder-Quadranten und das dann zu regeln. Ja. Gut, MyTaxi. Stell mal vor, es gibt MyTaxi noch nicht. Und die Taxizentralen, Funkzentralen wären vor MyTaxi auf die Idee gekommen, eine App zu machen. Dann wären Basisanforderungen, ich kann ein Taxi bestellen. Ne? Standardanforderungen, vielleicht, dass das ganze Handling leichter läuft, dass wir reduzieren können mit Personalaufwand in der Funkzentrale und all das. Begeisterungsanforderungen, ich sehe als Kunde, wer mein Taxifahrer ist und kann den anrufen, bevor er überhaupt da ist. Wir können bei den Anforderungen, gibt es noch einen ziemlich wissenswerten und genialen Erkenntnis, wenn wir so ein Projekt machen, da geht es auch wieder zur Dokumentation, ich kann nur sagen, bitte die Dokumentation von Anforderungen wirklich sorgfältig machen. Klar sein, was ein Anforderungsmanagement-Tool alles leisten muss, ob das jetzt Jira ist oder sonst was. Anforderungen, egal ob agil oder klassisches Projekt, Anforderungen entwickeln sich mit der Zeit. Das ist erst ein Stichwort, erst eine Idee, die wird dann ausgereift, dann wird sie umgesetzt, dann guckt mal, wie die durch ist. Bitte dokumentieren, da muss Zugriff drauf sein, das muss man leicht finden können, weil die nächste Iteration des Produktes kommt bestimmt. Guess what? Die Standardanforderungen von heute sind die Basisanforderungen von morgen. Die Begeisterungsanforderungen von heute sind die Standardanforderungen von morgen. Und man kann sich's ziemlich einfach machen, wenn man ein vernünftiges Anforderungsmanagement, das ist dann eben nur der kleine Teil vom Requirements Engineering, wenn man das gemacht hat, weil
dann hat man da eine Menge Arbeit schon erledigt und erschlagen. Wer an der Consultant-Zertifizierung interessiert ist, das Kanu-Modell wird aber mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Monaten in den Fragen im Consultant auftauchen. Das im Moment noch, steht es noch nicht im Syllabus drin. Im Moment gibt es die Fragen, die sind in der Entwurfsphase für den Pool, aber das wird mit reinkommen. Und wir wollen das Fragenpool und den Syllabus vom Consultant nach und nach immer mehr aufbauen. Das kann aber nur ein Tipp für euch sein, so einen kleinen Anreiz, euch da tiefer reinzugraben, weil was in der Consultant-Prüfung abgefragt wird, das ist dann wirklich mellow. Da ist selbst das, was ihr heute gehört habt, mehr als da abgefragt wird. Nehmt es als Inspiration mit. Wenn ihr sagt, hey, ich will das nochmal richtig professionell vertiefen, Werbeblock Ende. Ich würde mich freuen. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es, die Leute da zum Erfolg zu bringen und alle entsprechend glücklich zu machen. Werde ich auch glücklich. Deswegen liebe ich meinen Job. Ich danke euch. Wenn ihr Fragen habt noch, ich bin noch da, bis morgen Mittag auf jeden Fall. Ansonsten schreibt mich an, sprecht mich an, ruft mich an, wie auch immer. Danke sehr.